Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Heute beginnt die Fußball-Europameisterschaft. So richtig Lust auf die Europameisterschaft habe ich noch nicht, aber so wie ich mich kenne, kommt die im Laufe des Turniers und dann gucke ich mir noch ganz viel an und fiebere mit. Passend zur Europameisterschaft das Thema dieser Ermutigung heute. Manchmal sind Niederlagen der Beginn viel größerer Siege. Manchmal sind Niederlagen der Beginn viel größerer Siege. Die Apostelgeschichte erzählt davon in der heutigen Bibellese in Apostelgeschichte 8. In Jerusalem, wo die Urgemeinde lebt, von der wir viel gehört haben in den letzten Wochen, in Jerusalem kommt es zur Verfolgung. Und die Gemeinde wird zerstreut. Bis auf die Apostel verlassen die Gemeindeglieder die Stadt. Aus Angst vor der Verfolgung und weil ihnen das Gefängnis droht und die Verschleppung droht. Eine wirklich schlimme Situation für die Gemeinde. Aber Apostelgeschichte 8 erzählt von einem kleinen Wunder. Denn es heißt, die nun zerstreut waren, Apostelgeschichte 8, Vers 4 ist das, die nun zerstreut waren, gingen umher und predigten das Wort. Und dann wird erzählt, wie Philippus in Samaria erzählt vom Glauben und von Jesus und wie viele Menschen dort zum Glauben kommen und dass sich auch dort eine Gemeinde bildet. Gott nutzt die schlimme Situation der Verfolgung in Jerusalem, um neu anzufangen an vielen Örtern, Orten und in vielen Städten. Und wer weiß, wäre es nicht zur Verfolgung damals gekommen, vielleicht wäre der christliche Glaube eine kleine jüdische Sekte in und um Jerusalem geblieben. Aber so kam es dazu, dass sich der Glaube an Jesus und die gute Nachricht von Jesus verbreitet hat. Zuerst in Samaria und dann überall hin bis hin zu uns. Gott nutzt Niederlagen, Gott nutzt schlimme Situationen, um etwas Gutes, etwas Größeres daraus zu machen. Manchmal sind Niederlagen der Beginn viel größerer Siege. Vielleicht sind unter uns, die wir das hören heute Morgen, einige, denen es gerade richtig schlecht geht und die gerade was richtig Schlimmes erlebt haben, was Trauriges, was Böses. Und denen macht das ja vielleicht Mut. Gott kann deine Situation nutzen, um etwas Gutes daraus zu machen. Gott kann auch das Schlimmste in unserem Leben nutzen, um etwas Gutes daraus zu machen. Mit diesem Gedanken wollen wir mutig und fröhlich in den Tag gehen. Ich wünsche euch, dass es ein guter Tag wird, ihr Lieben. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf. Und wir sehen uns, wenn ihr wollt, am Sonntag zum Gottesdienst in Herges um 10:30 Uhr. Oder am Dienstag um, ja, morgens wieder auf diesem Kanal. Bis dahin.